Die Berlinische Galerie ist das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Neben den traditionellen Gattungen eines Kunstmuseums wie Gemälde, Skulptur, Grafik und Fotografie widmen wir uns auch der Architektur und dem Städtebau. Und die stellen wir in der Ausstellung Anything Goes vor. Man wollte nicht mehr einen Städtebau haben, der im Fokus das Auto hatte, sondern lieber wieder den Menschen. Wir haben schon in den Nullerjahren über die Frage diskutiert, ob das doppelte Berlin, also aufeinanderbezogene Architektur in Ost- wie in West-Berlin, nicht sogar ein UNESCO-Weltkulturerbe wert haben, weil es ist im Grunde wirklich eine doppelte Hauptstadt. Und es war auch eine Konkurrenz zwischen den Systemen, zwischen der Kunst dieser Zeit, der Architektur dieser Zeit, die sich aufeinander bezogen hat. Natürlich hätten die das nie zugegeben. Im Titel der Ausstellung haben wir ausdrücklich darauf verzichtet, den Begriff postmodern zu benutzen. Denn wir finden, dass die Strömung der Architektur in den 80er Jahren so unterschiedlich und so vielgestaltig sind, dass man sie nicht unter einen Überbegriff zusammenfassen kann. Berlin war in dieser Zeit auch Ort erinnerungskultureller Debatten. Ich glaube jedenfalls, es ist eine tolle Ausstellung mit vielen Exponaten, auch mit Fotos, mit bildender Kunst. Die lohnt sich richtig.